Ja, ein schöner, schöner Tag mal wieder. Und ja, wir sind wieder in Hogwarts. Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit mir, dem Dagi-LP. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich hier gerade im Klassenzimmer von Minerva McGonagall. Da haben wir nämlich, im Mund. Da haben wir uns nämlich letzte Folge einer neuen Schulaufgabe gewidmet, die mir den Avivors-Zauber beigebracht hat. Und dafür musste ich hier durch diesen ominösen Schacht durchklettern, durch den ich jetzt komischerweise nicht mehr kann. Naja, was ist da los? Egal, wir haben heute unser allererstes Quidditch-Spiel, Leute. Ihr wisst alle, was das heißt. Genau, nämlich wieder eine pure Blamage. Ne? Nicht wahr, Ron? Hi, Ron. Ron, rede mit mir. Ron! Ach, dann leck mich doch. Gut, Leute, wir gehen zum Quidditch-Stadion. Beziehungsweise eigentlich könnten wir auch dahin fliegen. Wäre ja auch sinnvoll, wenn man danach Quidditch spielt. Dann ist man schon mal so ein bisschen wieder in Übung. Oder? Also ich finde schon, eigentlich schon. Ja, doch, Leute, wir machen das so. Ich werde auf volle Kanne hinfliegen. Wenn mich das Spiel denn mal lässt. Hallo? Ja, ja. Oh nein, die stehen ja immer noch da. Wollen die jetzt was von mir? Wir werden es sehen. Nö, eigentlich nicht. Potter, was Interessantes passiert letzte Nacht? Bruder, du warst ja gar nicht im Unterricht. Du stehst hier die ganze Zeit und sagst mir das Gleiche. Richtiger NPC. Alter. Los, lass uns zum Quidditch-Stadion ja, gehen. Du NPC. Hier sind alles NPCs. Ich bin der einzige Reale, Leute. Ja. Naja, wer soll's ihnen übel nehmen? Zumindest laufen sie nicht die ganze Zeit gegen Wände oder so. Das würden nämlich richtige NPCs tun. So, Ach so, ich dachte gerade, es ist wieder dunkel. Es sah so dunkel hier drin aus. Wahrscheinlich, weil die Fackel hier aus ist. Die muss mal jemand anmachen. Hallo! Ich, Harry Potter, habe eine Mitteilung an diesen Vertrauensschüler dort. Bitte machen Sie die Fackeln hier mal an den Wänden an. Es ist so dunkel hier in der Halle. Bitte, danke schön. Machen Sie es gut. So. Los, Harry, lass uns zum Quidditch-Stadion gehen. Ja, ich mach doch schon. Mal ein bisschen Entspannung, Ron. Ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Würde dir auch ganz gut tun. Gut, Leute, dann wollen wir mal. Also, wir werden jetzt Richtung Quidditch-Stadion fliegen. Leider nicht direkt übers Quidditch-Stadion, weil irgendwie ist das als Instanz abgegrenzt von allem. Warte, wir müssen jetzt erstmal hier den Zauber reintun, den wir brauchen. Nämlich diesen hier. So, Ron, ich habe übrigens Nimbus 2000, ne? Ich flieg dann dahin, ne? Aber ich krieg leider keine zweite Person da drauf. Also mach's gut, ciao. So, gut, ab dafür, Leute. Niau! Wer ist wohl zuerst da? Ron oder Harry? Ron oder Harry? Harry übernimmt die Führung mit seinem Nimbus 2000. Nur das mit der Beschleunigung ist irgendwie komisch hier in dem Spiel. Ja, ja, ich drücke gerade auf Beschleunigen. Es fühlt sich nur nicht so an, als würde ich beschleunigen. So. Und wir sind natürlich Erster. Eine Überraschung sondergleichen. Lalalala. Warte mal, ist Ron da jetzt irgendwie hinten noch am Laufen? Kommt der da mal? Irgendwann? Irgendwo? Ron? Ron? Ja, und nu? Soll ich ihm entgegenlaufen? Ich würde das schon in... Ach, guck mal, der kommt da wirklich! Hey, Ron! Warum brauchst du denn so lange? Meine Güte, Junge, Junge. Ich warte hier die ganze Zeit schon auf dich. Ja, gut. Also Ron ist eine lahme Schnecke. Haben wir jetzt auch gelernt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ron macht dir nichts draus. Das wird ein wirklich gutes Spiel heute. Hufflepuff gegen Gryffindor. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Also, ich habe die Einstellungen wieder richtig drin. Und ich hoffe jetzt, dass wir hier keine schlechte Runde starten. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Alicia Spinnet wurde dir ausgesprochen, nicht Alicia. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Meine Alicia wurde deutsch ausgesprochen. Ist ja auch egal. Boah. Ein knochenharter Zusammenstoß der beiden
Also Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die Runde hier ist gar nicht mal so verkehrt. Kommt schon. Hä, wie kommt der denn hinter mir her? Potter mit einem Schub. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Als ob. Greif ihn! Hä? So schnell habe ich das noch nie geschafft. Leute, ich werde eine Quidditch-Legende. Hä, wie easy. Ich habe nicht mehr 5 Minuten gebraucht. Ja, moin. Okay, wir haben hier sowas wie eine Tabelle. Heutige Ergebnisse. Spiel 1, Gryffindor gegen Hufflepuff. Warum ist Hufflepuff blau-gelb? Ich verstehe es echt nicht, Leute. Da haben wir 150 zu 10 gewonnen. Und Slytherin hat natürlich gegen Ravenclaw 210 gegen zu 50 gewonnen. Damit ist die Tabelle aktuell Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Ja, interessant. Ich frage mich, ob wir auch hätten verlieren können. Beziehungsweise, ob meine Spielart und Weise Einfluss gehabt hätte aufs Endergebnis. Das hätte mich jetzt echt mal interessiert. Aber wir haben ja schon echt sehr deutlich gewonnen. Das Spiel hat ja wirklich nicht lange gedauert. Gut gespielt, Harry. Du bist sicher müde. Ich bin es jedenfalls und ja, ich weiß. Nur Schlafmützen hier. Nur Schlafmützen. So ein Otto. Gut, Leute, ja, dann würde ich sagen, wollen wir eigentlich auch nicht so viel Zeit verschwenden. Ich bin zwar immer noch gewillt, hier ein bisschen mir die Umgebung anzugucken, insbesondere diesen ominösen Astronomieturm zu finden, der nicht so wirklich zu existieren scheint oder irgendwie anders aussieht. Ich fliege jetzt hier nochmal kurz eine kleine Runde. Ich wünsche nur, der Besen wäre ein bisschen schneller. Können wir mal außen so an Hogwarts vorbeifliegen und gucken, ob hier noch irgendwas auf uns wartet. Der Schüler letztens nämlich auf dem... Hä? Das hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist einfach nur diese Aussichtsplattform, ne? Ach nee, das ist ja lame. Das wollte ich gar nicht. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier irgendwas auf mich wartet. Was haben wir denn da zum Beispiel? Diese offenen Flächen hier, die haben doch bestimmt immer irgendwelche Geheimnisse zu bieten. Ja, da auch wieder diese Feuer... Leute, mit den Feuerkesseln kann ich nichts anfangen, bevor ich nicht, Incendio beherrsche. Und leider beherrsche ich den halt noch nicht. Leider, leider. Was wir aber mal machen können, ist durch die, durch Hogwarts latschen. Und die ganzen Entschleimekisten entschleimen. Das wäre doch mal eine schleimige Aufgabe. Ah, was ein Wortspiel. So, da unten ist das Bootshaus. Da können wir auch nochmal kurz vorbeiglupschen, in der Hoffnung, dass da irgendwie ein Geheimnis auf uns wartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so ignoriert haben dabei. Oh, da sind... Alter, was haben die denn mit den Feuerkesseln? Ich check's nicht. Aua. Ehrlich, also, wer ist denn da bei den Entwicklern auf die Idee gekommen, yo, lass mal voll viele Feuerkessel da setzen. Das sorgt bestimmt für ein total tolles Aussehen. Und ist bestimmt das Beste, was wir machen können, um den Ort hier möglichst individuell zu gestalten. Und das hier ist doch locker wieder so ein leerer Raum. Irgend so einer besonderen Ist es nicht. Alles klar. Ja, hier können wir über den Boden, über die Landschaft laufen. Schön, schön. Okay, nee, Leute, ganz im Ernst. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Und ich glaube, außerhalb von Hogwarts gibt es maximal auch erst wieder was zu entdecken, wenn wir Incendio beherrschen. Dann lande ich mal eben im Innenhof, wo wir nicht in die Eingangshalle rein können, weil das hier im Spiel nicht die Eingangshalle zu sein scheint. Oder eine verschlossene, keine Ahnung. Und zack. Na, genau. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen schlafen. Oh, Moment, falscher Knopf. So. So. Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Die Summe der Hauspunkte wird errechnet.
Slytherin. Slytherin. Oh, das ist aber ein volles Becken. 299? Ravenclaw. Was ist das denn für eine komische Zahl? Na, sieht aber mickrig aus. 205, wenn ich das richtig erkenne. Hufflepuff. Hufflepuff. Alter, diese Aussprache. Ist wahrscheinlich wieder der letzte Platz, ne? Ey, das ist so hausrassistisch einfach wieder. Die armen Hufflepuffs. Gryffindor. Komm jetzt, Gryffindor. Ich habe letztens 40 Punkte gemacht im Unterricht. 250 Punkte. Ist aber ausbaufähig. Sind wir immer noch nur Zweiter. Slytherin führt. Ja, immer noch. Ach Mann, Leute, wir müssen vorwärts kommen. Naja, gut. Aber das schaffen wir schon in den nächsten Unterrichtsstunden, wenn ich mich da gut anstelle. Hoffe ich zumindest sehr. Hallo, was lädt denn da so lange? Gibt's jetzt was Interessantes, was jetzt hier passiert? Oh, der Raum ist wiederbelebt. Zumindest Ron steht hier rum. Neville ist aber nicht mehr da. Hi, Ron. Du wirst es nicht glauben, Harry. Hermine will sich mit dir im Mädchenklo im zweiten Stock treffen. Sie hat einen Plan, wie wir herausfinden können, wer der Erbe Slytherins ist. Echt? Ja, beeil dich. Mädchenklo, zweiter Stock. Soll es da nicht spuken? Leute, ich hab nach Hermine möchte sich mit dir im Mädchenklo treffen aufgehört zuzuhören. Oh mein Gott. Ron, du bleibst hier, ich werde das übernehmen. Mach's gut, tschüss. Oh mein Gott, Leute. Hermine Mädchenklo treffen, Hermine Mädchenklo treffen. Oh mein Gott, sie hat mich eingeladen ins Mädchenklo. Leute, ihr wisst alle, was das heißt. Das ist voll normal. Wir sind ja immerhin schon 12... Nee, das ist nicht normal. Kritische Aussage, Daniel. Böse Daniel. Aua. So, los, los, los. Harry, wurde es eingeladen von Hermine ins Mädchenklo. Wehe, du Brudi, du... Junge. Ja, er hat mich nicht entdeckt. Okay, okay, Leute. Zweiter Stock war das, glaube ich, ne? Leute, ich werde so schnell dahin laufen, wie ich noch nie gelaufen bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hermine, ich bin gleich da. Also ich kann es eigentlich nicht so appreciaten, dass Harry ausgerechnet der Glückliche ist, aber ich spiele ihn, ja, dann ist wieder in Ordnung. So, Hermine, ich komme schon, zweiter Stock, nichts wird mich aufhalten, weg ihr Geister, ich habe eine wichtige Date im Mädchenklo, ihr wisst, was es heißt. Los, dritter Stock, los, 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 los. Hui, und da sind wir. So, wo ist das Mädchenklo? Warum wischt hier eigentlich niemand das Blut weg? Bücher, aua, nicht jetzt, ich habe echt keine Zeit. Hey, Hermine, ich bin ganz alleine. Ganz alleine, Ron ist nicht dabei. Ich dachte mir, du willst ihn vielleicht nicht dabei haben. Bei dem, was auch immer du mit mir vorhast. Ich habe nämlich nicht zugehört, was Ron gesagt hat. Ja, Leute, mitten in der Nacht in einem Mädchenklo mit Hermine. Hermine? 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 Das ist ein Mädchenklo! Er ist kein Mädchen! Nein, nein, Myrte. Ich wollte ihm nur zeigen, wie nett du es hier hast. Ich wünschte, die Leute würden aufhören, meine Ruhe zu stören. Ich habe auch Gefühle, obwohl ich tot bin. Ja, alles klar. Wie lautet dein Plan, Hermine? Wir müssen herausfinden, wer der Erbe Slytherins ist, der alle Kinder aus nicht-magischen Familien aus Hogwarts vertreiben will. Ich bin es nicht, hoffe ich zumindest. Meinst du, es ist Draco? Wenn er es ist, wie könnten wir es beweisen? Einer von uns muss Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er bemerkt, dass wir es sind. Genau das habe ich mir auch gedacht. Deshalb mixe ich auch den Vielsafttrank. Den Vielsafttrank? Er verwandelt einen in jemand anderen. Einer von uns könnte sich in ein Slytherin verwandeln. Und Malfoy würde vielleicht alles ausplaudern. Ich habe Goyle im Verwandlungsunterricht ein Haar geklaut und es in den Trank gemischt. Ein Schluck und du siehst aus wie Goyle. Interessant. Oh.
das ist makaber. Das ist sehr makaber. Bist du okay? Ja, alles klar. Diese Synchro. Versuch, Malfoy zu finden. Er treibt sich jetzt sicher in den Kerkern rum. Oh mein Gott, Leute, ich kann... Bin ich Crab oder Goyle? Ich glaube, ich bin Goyle, oder? Nee, Crab. Nee, ach, ich habe keine Ahnung. Geh in die Kerker, Harry, und such Malfoy. Ja, okay. Aber warum muss ich das denn schon wieder alleine machen? Wo ist eigentlich Ron? Ich dachte... Und ich habe ja ganz andere Dinge erwartet, Hermine. Ich bin echt enttäuscht, wirklich. Ganz enttäuscht bin ich. Naja, gut, Leute. Also, jetzt darf ich hier als Crab oder Goyle... Ich glaube, Crab oder Goyle. Keine Ahnung. Darf ich jetzt hier Hogwarts bei Nacht durchlaufen. Und ja, ihr wisst jetzt, was als nächstes blüht. Wir dürfen einen Blick in den Slytherin-Gemeinschaftsraum wagen. Zumindest, wenn sich das Spiel jetzt an die Vorlage hält. Und ihr wisst eventuell auch genau, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo der sein soll. Warte, wir gucken mal eben kurz auf... Sprich, ach, in den Kerker... Ach, das ist... Ach, Mann. Ach, nee, ey. Das ist aber nicht in Ordnung. Ich will dir nicht in den Kerkern sprechen. Ich will ganz normal in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ist ja unfair. Hätte ich echt interessant gefunden, wie das Spiel diesen interpretiert hätte. Aber nein! Das ist natürlich hier wieder mal nicht der Fall. Oh. Oh nee. Oh nein. Oh nein. Oh nee. Oh, gar kein Bock. Warum? Warum ist das so? Das wird ein Spaß. Lipendo! Was war das? Zum Glück haben wir es ja schon mal gemacht. Also eigentlich... Hier schleicht doch jemand rum. Lipendo! Hä? Die reagieren nicht. Lipendo! Hey! Nein, 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 ich bin ein armer kleiner Slytherin. Nein, och, Manu. Hey. Goyle verstößt gegen die Regeln. 5 Strafpunkte für Slytherin. Ah. Hey, ultimative Taktik, Leute. Nintendo. Was war das? Ja, was war das? Dies ist eine gute Frage. Doch jemand rum. Kommt da noch einer? Bruder, renn doch nicht dahin. Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Warum? Oh Gott. Ihr schleicht doch jemand rum. Kommt. Was war das? Ja, genau. Jetzt gehen sie dahin. Genau. Hey, schön. Du. Nein, du, den habe ich nicht gesehen. Warum? Nein, was macht der denn da? Hey. Oh, Leute, nicht really schon wieder der Slytherin. Ja, ich wünschte, die würden wirklich Punkte verlieren. Ich glaube nicht, dass das Spiel sich daran hält. Lipendo! Was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Hier schleicht doch jemand rum. Ja, da schleicht jemand rum. Und die können bitte mal eben... Kann der Dude da mal die Treppe hochkommen, bitte? Schnell, schnell. Die sind nicht mehr lange abgelenkt. Hey, du! Nein, nein! Ah, ganz knappe Kiste, ganz knappe Kiste, ganz knappe Kiste. Oh mein Gott, Leute. Ja, aber geschafft. Das war aber hier wieder gruselig. Ich dachte, jetzt werde ich hier wieder ewig lange aufgehalten. So, oh nein, da sind noch mehr. Oh, Schande über mein Haupt. Okay. Also, wir müssen da lang. Slytherin-Kerker. Aber dann ist es ja... Also, ist ja trotzdem kein Gemeinschaftsraum. Right? Was machst du, Goyle? Potter kann mit Schlangen sprechen, also ist er der Erbe. Bei dem Gedanken schaudert's mich. Ach so, ich dachte, ich darf hier nicht... Ach so, ja, okay. Gut, der will mir anscheinend nicht ans Leder. Ich dachte gerade, ich muss mich vor dem verstecken. Aber der ist ja fein mit mir. Ja, okay, gerne. Hä, sind die dann... Was machen die denn dann hier? Hey, hallo. Draco ist hier unten. Er sucht dich. Alles klar. Ja, dann habe ich wohl eine
eine extra Einladung hier. Die suchen mich nicht und ich darf da wohl auch einfach durchlaufen. Das gefällt mir. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier auch Stealth durchlatschen. Das wäre scheiße geworden. Oh, hi Draco, da bist du ja. Toller Gemeinschaftsraum hier. Toller Gemeinschaftsraum. Wundervoll. So ein paar Regale nebeneinander. Ach, ist das ein Traum. Es wundert mich, dass der Tagesprophet noch nichts über die Angriffe gebracht hat. Dumbledore will bestimmt alles vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Vater hat schon immer gesagt, Dumbledore sei das Schlimmste, was dieser Schule passieren konnte. Er mag diese Nicht-Magier. Ein anständiger Schulleiter hätte nie diese hochnäsige Schlammblüterin Granger zugelassen. Und der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist noch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wüsste ich nur, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter allem steckt. Ich hab keine Ahnung, Goll. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Ich wette, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco, ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen. Ich muss mir Arznei holen. Ja. Hallo? 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 Beeil dich lieber, bevor dein dicker Bauch noch platzt. Ich mach besser, dass ich hier rauskomme. Ja klar, das sieht er ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht, dass auf einmal Harry Potter aus dem Raum rausläuft, wo es nur eine Tür hingibt und wo er direkt mit dem Kopf dahin guckt. Super logisch, Leute, super logisch. Geil, jetzt haben wir ein Problem. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, versuchen wir uns in der wird mich jetzt sofort sehen, ne? Ey, geh mal bitte nicht da lang, geh mal bitte nicht da lang, geh mal bitte nicht da lang. Nein, nein, du drehst jetzt wieder schön um. Danke. Ja, Leute, dann wisst ihr schon, was uns nächste Folge blühen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen ängstlich, weil, ja, ich hasse solche Aufgaben. Aber diesmal werde ich mich gut schlagen, so wie vorhin, hoffentlich. In diesem Sinne hoffe ich, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich allesamt wieder in der nächsten Folge. Ciao, Leute, wollte ich sagen. Oh Gott, das war ein Voice-Crack, ey. Holy moly.